Ich bin Tomek. Ich tanze. Ich springe. Ich lache. Ich leg auf und ich bin meistens gut gelaunt. Das war leider nicht immer so. Ich war mal ziemlich krank, hatte einen Herzfehler und musste 4-mal operiert werden. Die letzte OP war echt hart, hat 12 Stunden gedauert und es war echt richtig eng für mich. Aber es ist alles gut gegangen, weil genug Blutkonserven bereitstanden. Ja, wie ist es, ein zweites Leben geschenkt zu bekommen? Mein Gast des Tages hat diese Erfahrung gemacht und er erzählt anderen so oft es geht davon. Zum Beispiel mit diesem Animationsclip, den wir gesehen haben. Thomas Kaczmarek alias Tomek wurde vom Patienten zwischen Leben und Tod zum glühenden Unterstützer der Blutspendenkampagne des Deutschen Roten Kreuzes. Und weil nur 3% der Bevölkerung hier in Deutschland Blut für andere spenden und die Zahl der Spender insgesamt sinkt, hat das DRK eine groß angelegte Kampagne auf den Weg gebracht. Moment, fehlt hier nicht was? Zunächst fällt der Fehler kaum auf, der Effekt jedoch enorm. Das Fehlen der Buchstaben hat System. Verschwunden sind nämlich nur die Buchstaben A, B und O, Synonyme für die menschlichen Blutgruppen A, B und 0. Und wenn die fehlen, wird's ernst. Mit der Kampagne wirbt das Rote Kreuz in diesem Jahr weltweit um Blutspenden. Missing Type. Erst wenn's fehlt, fällt's auf. Zahlreiche Unternehmen und Vereine helfen dabei, das lebenswichtige Thema publik zu machen. Während der Weltblutspenderwoche Mitte Juni strichen sie die entsprechenden Buchstaben aus ihren Logos. Allein in Deutschland müssen pro Tag 15.000 Menschen Blut spenden, um den Bedarf an Blutkonserven zu decken. Keine Kleinigkeit. Die fehlenden Buchstaben, ein Appell des DRK und seiner Partner, sich über das Thema Blutspende Gedanken zu machen. Der Bedarf an Blut bleibt konstant. Trotzdem verliert allein das DRK pro Jahr altersbedingt rund 100.000 Spender. Rational begreifen wir das ja alles, Thomas Kaczmarek. Ja. Man sollte Blut spenden, es ist gut, am Ende auch für einen selbst, weil man welches bekommt. Und dann geht man irgendwie doch nicht hin. Verstehen Sie das? Ja. Ich habe davor auch kein Blut gespendet und hätte ich es vielleicht am eigenen Leibe nicht erfahren, hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht und mich dafür stark gemacht, vor allem, dass es so wichtig ist. Ja. Das heißt, Sie hatten ja von Anfang an einen Herzfehler. Trotzdem war das nicht so, dass Sie irgendwie gedacht haben, irgendwann kommt das mal auf mich zu, sondern Sie haben so ein bisschen ins Leben reingelebt. Richtig. Und dann kam 2011 dieser existenzielle Erfahrungsmoment. Richtig. Genau, richtig. Und erst da wurde mir so richtig bewusst natürlich, was das Ganze natürlich heißt. Und ja, so wie Sie es selber gesagt haben, hätte ich selber nicht erfahren, würde ich um die Bedeutung heute wahrscheinlich nicht so richtig Bescheid wissen. Ja. Vielleicht erzählen Sie uns nochmal, was Sie genau erfahren haben. Ich habe einen angeborenen Herzfehler und viele werden mit dem alt, aber viele halt eben auch nicht. Bei mir war jetzt einfach ein bisschen Pech sozusagen im Spiel und ich musste einfach operiert werden. Und die erste Operation verlief gut. Die war dann Ende 2010 und die zweite große Operation, von der Sie schon gesprochen hatten, war 2011 im Januar. Und die ging dann 12, 14 Stunden lang mit über 40 Blutkonserven und die hat es halt auch in sich gehabt. Also dass ich das überlebt habe, ist natürlich ein großes Wunder sozusagen und auch dem Geschick natürlich der Ärzte zu verdanken und vor allem eben auch eben den Spendern, die auch eben das Blut gespendet haben, weil ohne die wäre halt eben gar nichts gelaufen. Und deswegen bin ich da so ein bisschen der stellvertretende Mensch quasi, der so ein bisschen die Leute animiert, vielleicht auch für meine Generation, die da eben Blut spenden gehen sollen. Das machen Sie ehrenamtlich. Was bedeutet es Ihnen? Was haben Sie selbst erfahren, durch diesen Moment praktisch noch mal so ein zweites Leben zu bekommen? Was ich davon erfahren habe, dass letztendlich durch eine kleine Kleinigkeit sozusagen einfach ein bisschen sich Zeit nehmen, auch mal den Schweinehund vielleicht mal zu überwinden, irgendwie einen Samstagvormittag, klar, die Sonne scheint, richtig gut, aber vielleicht da mal kurz davor Blut spenden zu gehen, bevor man rausgeht oder irgendwo hingeht an den See oder was weiß ich und das einfach dann ein bisschen macht. Und das ist wirklich so eine Klitzekleinigkeit, aber damit ist sehr, sehr viel geholfen und vor allem sehr vielen Leuten geholfen. Und das weiß man halt natürlich davor nicht, wenn man da das bisschen nicht auf dem Schirm hat. Und dementsprechend versuche ich das den Leuten so ein bisschen zu vermitteln. Gut, da sind Sie jetzt zum Blutspende-Prediger geworden. Das wiederum kann ich verstehen. Blutspende-Influencer. Ja, Influencer, gerne. Genau, nicht religiös höre ich daraus. Was genießen Sie denn an diesem geschenkten Leben besonders?
einfach ist zu haben. Also das also ziemlich banal, kann man sagen, aber ziemlich reduziert. Es einfach so zu nehmen, wie es halt ist. Also man kann sich da jetzt natürlich auch irgendwie ein bisschen rein denken und ein bisschen rein deprimieren sozusagen. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, so nach so einer OP, hat man mir auch gesagt. Aber im Grunde genommen gibt es da nicht großartig drüber nachzudenken. Einfach so annehmen, wie es ist, das Beste draus machen und fertig. Das klingt jetzt total einfach. Und trotzdem stelle ich mir das so vor, Sie leben auch mit einem Herzschrittmacher. Genau. Dass Sie ja eigentlich durch diesen elektrischen Impuls auch immer daran erinnert werden, oder? Ja, an den auch. Und vor allem, wenn ich mit dem Auto zum Beispiel über Pflastersteine fahre, weil dann geht nämlich der Herzschrittmacher eben auch hoch, weil er denkt, ich laufe gerade oder so. Also von daher, immer wieder kommen so ein paar witzige Situationen, kann man sagen, wo ich daran erinnert werde, dass ja doch noch was anders ist als bei anderen Leuten. Aber im Grunde genommen blendet man das dann auch irgendwann mal aus. Mhm. Wissen Sie eigentlich, von wem die Spenden kamen? Nein, das ist ja anonymisiert, leider. Aber ich bedanke mich jedes Mal bei dem Auftritt, den ich habe, den ich für das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel mache oder sowas. Bedanke ich mich an jeden Spender oder bei jedem Spender. Rede auch mit den Leuten, auch gerade mit Leuten, die auch meine selbe Blutgruppe haben, weil die sind ja letztendlich auch noch potenzieller quasi, dass ich deren ihr Blut habe. Und ja, da muss man sich damit zufrieden geben. Rechnen sozusagen. Sie aus, wie viel Blut Sie schon gespendet haben, seit Sie das erste Mal da waren? Ich selber darf ja nicht Blut spenden, aufgrund nämlich der Operation. Verstehe. Und den Operationen. Aber dementsprechend gebe ich mir mein Bestes, eben die Leute dazu zu animieren, Blutspenden zu gehen. Ist ja auch gar nicht so einfach, das nicht direkt zurückgeben zu können, oder? Ja, ist ein bisschen schade eigentlich, um ehrlich zu sein. Also mittlerweile natürlich so. Also man hat das nie so auf dem Schirm gehabt. Und jetzt dadurch, dass ich ja große Sprüche quasi darüber klopfe, wäre es halt mal schön, auch mir selber zu können. Aber das dauert vielleicht auch noch mal ein bisschen und so. Da bin ich immer mit Absprache mit meinem Arzt. Aber das muss man mal schauen. Sie haben noch eine Erinnerung an diese Operation und das zweite Leben. Ich las zumindest, ich habe es nicht verifiziert, dass Sie an der Wade ein Tattoo haben. Und zwar eine Robocop-Figur. Ja, richtig. Warum? Robocop deswegen einfach, weil ein guter Freund von mir, der auch Tätowierer ist und Grafiker, hallo Benny, hat einfach gemeint, so, was, da ist ja so viel Zeugs bei dir drin, wie Titanklammern und eine Prothese und hier Kabel und einen Herzschutz machen, keine Ahnung was, du bist ja schon fast wie Robocop. Und dachte mir also, hey, irgendwie ganz geil, lass das doch mal einfach tätowieren. Finden Sie es wirklich? Ich meine, dieser Film ist die reinste Blutverschwendung, ne? Im Grunde genommen schon, ja. Das stimmt allerdings, ja. Aber lernen wir da auch ein bisschen eine Seite von Ihnen kennen? So eine Action-Film-Seite? Eher vielleicht so eine, vielleicht wenn dann eine ironische Seite. Also das Ganze natürlich ernst nehmen bis zu einem gewissen Punkt, aber halt eben auch nicht zu ernst nehmen, weil sonst macht das Ganze natürlich dann immer auch keinen Spaß mehr. Und das ist so bisschen auch das Wichtigste daran. Mhm. Humor. Können Sie sich vorstellen, dass das so auf anderen Erdteilen total anders ist? Definitiv. Also es ist jetzt nicht, also Sie sind sich bewusst, dass es auch hier in Berlin-Friedrichshain wahrscheinlich auch noch ganz schön glimpflich ist, die ganze Blutthematik. Ne? Natürlich, definitiv. Und jetzt, wie gesagt, auch jetzt im Sommer zum Beispiel, es ist natürlich nochmal ein Stück weit anders, weil da auch gerade eben die Blutspender nämlich auch fehlen. Durch Hitze, durch Urlaub, durch ganz, ganz verschiedene Sachen. Gerade zu Weihnachten, über die Feiertage, da gehen ganz, ganz viele Leute einfach nicht Blut spenden. Und gerade an so heißen Tagen oder gerade im Sommer auch, nämlich da fehlt natürlich dann auch das Blut. Und deswegen auch hier nochmal vielleicht auch der Appell. Haha, jetzt will ich lieber noch ein Geständnis. Geht Blut spenden, ist wichtig. Jetzt, ich glaube, das haben die Leute verstanden. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen was über Sie, Thomas Kaczmarek. Wir haben jetzt schon eine Schwäche für Ironie festgestellt. Was sind Ihre anderen Schwächen? Musik wahrscheinlich. Was für eine Musik? Ach, das reicht wirklich von House, Disco House, Italo Disco, John Carpenter, 80er Musik. Also es ist ziemlich weitreichend, ja. Haben Sie schon mal jemandem das Leben gerettet? Das weiß ich nicht. Wenn dann vielleicht indirekt mit irgendeiner Tat oder mit irgendetwas, was ich vielleicht nicht so wirklich auf dem Schirm habe, aber direkt habe ich, glaube ich, das noch nicht gemacht, nein. Mhm. Bitte ergänzen Sie, das Wichtigste im Leben ist? Gesunder Menschenverstand, würde ich zur heutigen Zeit auf jeden Fall das sagen. Ja. Das ist auch so ein bisschen vielleicht auch der Grund, wieso ich das Ganze auch selber persönlich für mich selber auch mache. Weil ich sehe die Blutspende an sich also als eine wichtige Sache, aber noch viel wichtiger, und das sieht man vielleicht aber auch nicht,
gibt es eine Sache hinter der Blutspende, die eigentlich viel interessanter ist. Und zwar, die ganzen Leute, die Blutspenden gehen, wissen ja erstmal nicht, wo es hingeht. Ja, das heißt, dementsprechend kann es jetzt auch Leute bekommen, also die Blutspende können auch Leute bekommen, die sie selber vielleicht auch nicht mögen würden, aufgrund ihrer Herkunft oder keine Ahnung was. Aber das ist nämlich in dem Moment alles scheißegal. Sondern es zählt eigentlich nur der gute Gedanke, um einfach etwas Gutes zu tun, um etwas Menschen zu helfen. Und das macht, finde ich, die ganze Sache super interessant, eben aus einem guten Appell heraus einfach etwas Gutes zu machen und nicht erstmal zu wissen, wo es hingeht. Ich danke Ihnen für den Besuch. Gerne. Thomas Kaczmarek.